Ja, dann springen wir jetzt vom Thema Open Source Software zu Open Source Hardware. Trifft es vielleicht ganz gut. Holger Kienle möchte uns seine Vision einer weißen Ware, eines Ökosystems weißer Ware rund um die Themen Transparenz und Reparierbarkeit vorstellen. Und ich wünsche euch und uns viel Spaß damit. Ja, besten Dank. Im Gegensatz zum Vorredner habe ich nicht 55 Slides, sondern nur eine. Die ist allerdings 1,5 Meter lang. Also es ist noch zu früh, dass ihr euch hier entspannt. Das Thema ist weiße Ware. Wenn man sich die anschaut, dann steht man typischerweise einer Blackbox gegenüber. Und in dem Talk soll es darum gehen, wie können wir weiße Ware als eine Whitebox denken. Also Stichwort Transparenz. Also weiße Ware, um das nochmal klar vorwegzunehmen, normalerweise werden damit Elektro-Großgeräte bezeichnet. Ich hoffe, es ist jetzt niemand zu enttäuscht hier. Ich benutze es in meinem Vortrag einfach generell für Elektrogeräte, weil es einfach ein schöner Begriff ist, mit dem man arbeiten kann. Wenn man sich weiße Ware anschaut, dann ist das häufig mechatronisch und bedeutet auch, dass da eine nicht triviale Komplexität dahinter steckt. Im Sinne, also man hat natürlich Hardware, man hat allerdings auch Mechanik und Elektronik, die dann mit Sensoren und Aktoren interagieren, gesteuert werden. Elektrik hat man natürlich auch noch dabei. Und wenn man jetzt ans Internet der Dinge denkt, dann werden die Geräte dann vielleicht irgendwann auch noch miteinander sprechen, beziehungsweise man hat ein Smartphone, um sie zu kontrollieren. Also vor dem Hintergrund kann man sich vielleicht fragen, ob ein mechatronisches Gerät in gewisser Weise, wenn man es von null entwickeln möchte, nicht komplexer ist, wie ein Smartphone zu entwickeln. Hier ein Beispiel von einem No-Name-Toaster, den hat mal jemand auseinandergenommen und hat 400 Teile gezählt mit 100 verschiedenen Materialien. Das macht auch insofern Sinn, wir haben ja im Eingangsvortrag gestern gehört, dass schon in einem Chip über 50 Materialien drinstecken. Hier ist ein Beispiel von einem anderen Toaster, der auseinandergenommen wurde mit 150 Teilen, aber sieht, denke ich, auch schon ganz beeindruckend aus. Ja, was ist das Problem sozusagen nochmal kurz wiederholt vom sozusagen Status Quo, von der Blackbox? Ja, grundsätzlich ist natürlich das Hauptziel, möglichst günstig zu produzieren, sowohl bei No-Name-Herstellern als auch bei Markenherstellern, und dem wird eben typischerweise sozusagen andere Ziele untergeordnet. Und da fällt dann eben automatisch, wenn man so möchte, dann Reparierbarkeit und Langlebigkeit runter. Also das muss meiner Meinung nach jetzt nicht mal unbedingt sozusagen ein Designziel sein, diese Dinge sozusagen extra sozusagen einzubauen. Das passiert einfach schon, glaube ich, im normalen Prozess. Und das haben wir sicher heute und gestern auch schon öfters gehört. Grundprobleme sind natürlich, dass die Sachen zum Beispiel gerne verklebt sind oder verklemmt sind. Also nicht lösbare Verbindung ist da das Fachwort. Und bei Batterien natürlich, dass die auch verlötet sind. Hier ist jetzt ein konkretes Beispiel von einer Philips-Zahnbürste. Und da ist der Akku auch verlötet. Und bei Philips sozusagen die Information, wo man erhält, dass man sozusagen die Zahnbürste aufmachen kann, um den Akku rauszunehmen zum Recycling. Das wird sicher auch jeder machen, der das Gerät entsorgt, gehe ich davon aus. Aber dann muss man eben im Schraubenzieher quasi hinten rein und das gewaltsam öffnen. Dabei zerstört man die Verbindung der Zahnbürste. Und hier ist jetzt zwei Fotos von einem Anbieter, der eben Ersatzakkus anbietet und jetzt eben sozusagen ein Trick minutiös beschreibt, wie man die Zahnbürste aufkriegen kann, eben zerstörungsfrei. Ja, ansonsten, was man natürlich auch noch gerne antrifft, sind sozusagen Spezialteile, möchte ich mal sagen, die man dann natürlich nicht im Baumarkt in Anführungszeichen oder in irgendeinem Elektro-Großhandel bekommen kann. Ich hatte mal einen Toaster auseinandergenommen, No-Name-Toaster bei mir zu Hause, und bin dann auf einen Chip gestoßen. Ich konnte da sogar das Datenblatt dazu im Internet finden, allerdings nur auf Chinesisch, was das für mich doch ein bisschen eingeschränkt hat. War aber eine interessante Erfahrung, dass es also auch Mikrochips gibt, die ein Auftaubeinchen haben, also links oben. Das war mir vorher nicht klar. Also es sind dann, wie gesagt, absolute Spezialchips, also die dann wirklich jetzt in dem Fall wirklich halt für Toasterhersteller gemacht werden.
Dann noch ein anderer Punkt illustriert, Ersatzteile sind natürlich entweder gar nicht zu erhalten oder wenn, dann relativ teuer. Bei meiner Bosch Dunstabzugshaube zu Hause, die ist 10 Jahre alt etwa, da findet man bei Bosch Ersatzteile, was schon mal sehr schön ist. Das teuerste Ersatzteil allerdings ist das Steuermodul und das kostet dann 190 Euro. Ist also nicht ganz trivial. Jetzt nur mal im Vergleich, das ist natürlich Apfel mit Birnen verglichen, keine Frage. Wenn ich jetzt ein High-End-Arduino nehme, dann kostet der im Vergleich 35 Euro. Also vielleicht wäre es sogar von Herstellerperspektive gar nicht so dumm zu sagen, wir nehmen Anführungszeichen Arduinos und bauen darauf unsere, sozusagen unsere Elektronik auf. Es gibt bei dieser Dunstabzugshaube ein Teil, das ja tatsächlich sozusagen Standardteil ist, das man auch im Baumarkt kaufen kann. Und hier schaut schon ein bisschen raus, also ihr habt es vielleicht erraten, das ist eine Halogenlampe für die Beleuchtung. Und hier kann man zum Beispiel mal ganz schön zufällig sozusagen sehen, wie hier die Preisunterschiede sind. Also bei Bosch, wenn ich die direkt bestelle, ist 13,50 Euro, bei Amazon ist 2 Euro, also fast Faktor 7. Und ja, bei dem Steuermodul interessanterweise komme ich auf einen ähnlichen Faktor, zufällig vielleicht. Ja, nochmal zusammengefasst. Also Nicht-Transparenz ist eben sozusagen zieht sich durch den ganzen Status quo durch. Ich erhalte keine Schaltbilder typischerweise. Ich habe keine Reparaturanleitung vom Hersteller, zumindest nicht als Privatperson. Und ich habe typischerweise auch nicht die Möglichkeit, Fehlerdiagnose gut zu betreiben. Entweder gibt es da sowieso nichts oder wie gesagt wieder nur für die Reparaturprofis, nicht für den Privatmann. Und in dem Bereich ist sozusagen die vorherrschende Meinung oder das vorherrschende Modell, dass man einfach sagt, je weniger Informationen ich rausgebe, desto besser für mich, sagt sich der Hersteller, das ist quasi ein Wettbewerbsvorteil für mich. Also hier wieder Stichwort Trade Secrets oder dann auch Patente. Ja, es gibt natürlich auch Ansätze, glücklicherweise, die sozusagen versuchen, die Blackbox ein bisschen weißer zu machen. Das möchte ich sicher auch nicht verschweigen. Ein großer Hersteller, den ich gefunden habe, das ist eben auch mal interessant, der zumindest fängt an, damit zu werben, dass, also Tefal in dem Fall, der fängt damit an zu werben, dass gewisse Produkte von ihm eine Reparaturgarantie haben auf 10 Jahre. Also da muss man sicher noch ins Detail schauen, was das jetzt wirklich genau bedeutet. Und der tut auch ein paar interessante Informationen sozusagen rausgeben. Also es ist schon beeindruckend, dass sie dann Ersatzteillager von fast 6 Millionen Teilen haben. Und immerhin haben sie wohl die Kosten von Ersatzteilen gedrückt über die Jahre und experimentieren mit 3D-Druck. Ja, hier mal ein Auto aus München, das jetzt wirklich mal ein schönes Auto ist zur Abwechslung. Das ist von Sono Motors, kennt vielleicht der ein oder andere. Das soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und die haben jetzt ein Reparaturkonzept, das sie Resio nennen. Das ist, wie gesagt, jetzt im Endeffekt über die Webseite ein Konzept kommuniziert. Wird sich zeigen, wie viel davon umgesetzt wird. Die sprechen zum Beispiel vom offenen Reparaturanleitung, Werkstattheft, mit dem man dann sozusagen als Privatkunde auch auf Augenhöhe sich mit einer Autowerkstatt befindet. Ja, Video-Tutorials soll es auch geben und die sprechen auch davon, dass sie ihre ganzen CAD-Modelle frei zugänglich machen wollen. Das würde also dann auch eben 3D-Druck ermöglichen. Ja, ein letztes Beispiel, das ich auch ganz schön finde, ist eine LED-Lampe, die jetzt modular aufgebaut ist. Und typischerweise bei einer LED-Lampe geht sozusagen das, was man hier jetzt mittig sieht, das LED-Modul kaputt, also die Dioden. Und das ist jetzt ein relativ kleiner Teil der LED-Lampe, zumindest wie es hier konstruiert ist. Und die kann dann also schön ausgetauscht werden. Ja, die sagen auf ihrer Website, da habe ich einen Blog-Eintrag gefunden, dass sie auch den Schaltplan Open Source stellen wollen. Habe ich jetzt noch nicht realisiert gesehen, aber hoffentlich kommt das noch. Okay. Ja, noch ein paar Worte zum Repair-Movement aus der Boxenperspektive. Da geht es
beim Repair-Movement eigentlich darum, dass ich im Endeffekt eine Blackbox vorfinde und dann versuche mit Reverse Engineering die Box weißer zu machen, also zu einer Graybox zu kommen. Eine Whitebox kriege ich typischerweise nicht hin. Und was eben sozusagen das Problem bei dem Ansatz ist oder das Unbefriedigende ist, dass ich dann eben zum Don Quixote werde. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Wenn ich eben ein Produkt dann reparieren möchte, dann habe ich einmal ein kaputtes Produkt vor mir, aber das existiert ja eigentlich im kaputten System, wenn man so möchte. Also ob man es jetzt ordnungspolitisch nennen möchte oder marktwirtschaftliche Fehlsteuerung. Also ich habe quasi sozusagen diese zwei Layers übereinander und wie gesagt, in diesem in gewisser Weise kaputten System versuche ich jetzt eben das Beste noch draus zu machen. Daher sozusagen jetzt im Kontrast die Idee, warum denkt man das nicht, warum wollen wir es jetzt nicht von vornherein als Whitebox denken? Und ich habe jetzt einfach mal das White for Good genannt, damit ich ein Label dafür habe. Aber das ist jetzt, wie gesagt, eine Art ja, Konzept, ist vielleicht schon ein zu großer Begriff dafür. Das sind einfach mal ein paar Ideen, die ich jetzt hier in die Welt werfen möchte. Ja, und wenn man jetzt ein konkretes Produkt auch denkt, kann man ruhig an einen Staubsauger denken. Ist jetzt erstmal nicht wahnsinnig sexy per se, aber es werden halt immerhin 6 Millionen Stück davon pro Jahr in Deutschland verkauft. Also wenn man so ein Produkt, wie gesagt, als Whitebox hätte, denke ich, hätte das auch einen potenziellen Impact. Ja, und die Attribute von so einem Produkt wären im Endeffekt jetzt eigentlich die ganzen Nachteile, wo ich schon aufgezählt habe, in gewisser Weise gespiegelt. Deshalb auch nicht, möchte ich jetzt nicht zu ausführlich darüber reden. Ja, wir wollen natürlich bei dem Produkt, dass es eine lange Lebensdauer hat, sowohl in den Teilen als auch in dem Design, wo wir dann machen, also Stichwort Obsoleszenz, das wurde ja auch im Eingangsvortrag gestern nochmal schön ausgeführt, deshalb jetzt keine Details dazu. Dann möchten wir natürlich gerne Ressourcen sparen, eben auch gerade während der Konstruktion der Teile. Da ist so ein kleines Beispiel die Relumity LED, wo wir vorher gesehen haben, die haben jetzt das Gehäuse sozusagen nicht sozusagen als solider Körper ausgeführt, sondern haben das in einer Art Wabenstruktur gemacht. Dadurch haben wir eben weniger Gewicht, weniger Material, im Zweifelsfall auch schnelleren 3D-Druck. Ja gut, während der Benutzung wollen wir natürlich ja, entsprechend auch Energie sparen. Dann Reparierbarkeit, ja, soll eben leicht auseinandernehmbar sein und wieder auch zusammen, und wir wollen es auch wieder zusammenbekommen. Auch ein spannender Ansatz ist eben, dass Teile oder Ersatzteile dann eben auch über sozusagen zwischen Produkten austauschbar wären. Das wäre natürlich schön, eine Modularität zu erreichen. Und ich hatte war vorher auch in einem Circular Society Vortrag und da Stichwort Modularität ist zum Beispiel gerade schön, wenn wir jetzt an den Kreislauf denken, wenn wir nicht sozusagen ein kaputtes Produkt, sage ich mal, erstmal auf die atomare Ebene zerbröseln wieder müssen, um dann wieder ein neues Produkt daraus aufzubauen. Das ist ja sehr energieaufwendig und eigentlich auch gar nicht durchführbar, wenn man an seltene Erden denken. Sonst wäre natürlich schöner, wenn ich einfach ein ganzes Modul aus dem kaputten Produkt rausnehmen könnte. Das Modul funktioniert noch und kann es in ein anderes Produkt einsetzen, dass ich sozusagen diese Zirkularität, möchte ich mal sagen, auf einer höheren Ebene ausführe. Ja, ein Teil oder ein Punkt, der auch in der Diskussion, wo ich eigentlich relativ wenig finde, ist Richtung Diagnosemöglichkeit oder Reparierbarkeit. Wenn man zum Beispiel an eine Schaltung denkt, wenn man die entwirft, spricht ja erstmal nichts dagegen, dass ich da zum Beispiel Messpunkte klar markiere. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich den Benutzer durch einen Art Fehlerfindungsprozess durchschicke und sage, kauf dir doch mal ein Multimeter für 10 Euro im Baumarkt und leg das mal zwischen zwei Messpunkte an. Und je nachdem, ob da mal 0 Volt oder 3 Volt rauskommt, dann kann das schon mal quasi helfen, die Fehler einzugrenzen. Ja, Modularität habe ich schon erwähnt und auch ein schönes Beispiel mit Relumity gezeigt. Fairphone kennt, denke ich, auch jeder, dass das in Module zerlegt ist.
Und Modularität kann natürlich, das greift dann eins auch ins andere, wenn man an Obsoleszenz denkt, das kann ja dann auch wiederum sozusagen helfen, das Produkt am Leben zu halten. Wenn man zum Beispiel wieder am Internet der Dinge denkt, kann man sich auch vorstellen, wenn dann jemand das Bedürfnis hat, das abzugraden in die Richtung, dann wäre das dadurch leichter machbar. Ja, also hier wieder auch als sozusagen Zusammenfassung, im Endeffekt Transparenz ist eigentlich nichts anderes als Open in allen Dimensionen. Also Open Hardware wurde ja schon eingangs auch genannt, natürlich auch Software, Design, Dokumentation und nicht zuletzt eben auch der Business-Prozess, sagen wir mal, oder wenn es eine Entität, eine Firma gibt, die dahinter steht, dann sollte die natürlich auch Open Business-Praktiken haben. Ja, das bedeutet dann eben auch vielleicht ein neues Mindset. Heutzutage ist meine Wahrnehmung, ist ja so, der Hersteller möchte eigentlich, nachdem der Kunde das Produkt gekauft hat, möglichst nichts mehr mit dem Kunden zu tun haben, außer er kommt dann zurück zum Neukauf. Aber es wäre doch spannend, auch eine Firma zu haben, die sich sozusagen freut, wenn ein Kunde anruft und wo die Firma quasi sagt, ach schön, dass Sie angerufen haben, wie kann ich Sie denn heute ermächtigen? Ja, noch ein bisschen sozusagen größer gedacht. Ein Produkt existiert ja nicht sozusagen im luftleeren Raum. Man braucht sozusagen noch was drumherum. Einmal Menschen, Stakeholder, also eine Art Ökosystem, das sich dann wahrscheinlich auch dynamisch finden muss. Das kann man in dem Sinn nicht steuern. Was man etwas, sagen wir mal, vielleicht besser steuern kann, ist eine Plattform, die auch in diesem Ökosystem oder Plattformen in diesem Ökosystem existieren können. Und dazu noch ein paar Gedanken. Also einmal wird man sicher eine Plattform brauchen, die sozusagen es ermöglicht, dass kollaborativ ein Produkt entwickelt werden kann und sozusagen dann auch Verbesserungen auf dem Produkt stattfinden. Eine andere spannende Sache ist Ersatzteile. Da könnte man sich eine Verkaufsplattform vorstellen. Im Sinne, wenn jetzt erstmal jemand Ersatzteil braucht, kann er sich natürlich erstmal selber fragen, möchte ich das selber ausdrucken oder nicht zum Beispiel. Er könnte auch eben über diese Plattform allerdings dann eben auch bei sich einen 3D-Shop in der Nähe finden, der ihm das ausdruckt. Im besten Fall hat dieser 3D-Shop dann auch schon Expertise mit den Ersatzteilen und weiß, wie der Druckvorgang am besten zu machen ist, mit welchen Materialien. Weil man hat ja auch nicht so viel gewonnen, wenn ich jetzt als Privatperson erstmal 5 Fehlausdrucke hinlege, bis ich mein eigenes Ersatzteil dann habe. Dann könnte man sich auch wieder vorstellen, dass sich da Drittanbieter zu dieser Plattform andocken. Die sagen ja, die ist in dem Sinn offen, dass jeder auch seine Ersatzteile anbieten kann. Und dann könnte man auch durch interessante Skalierungen erreichen, wie jetzt mal sehr weit gedacht, es könnte ja dann einen Drittanbieter geben, der sagt, ich habe eine Spritzgusspresse bei mir zu Hause, da tue ich jetzt eben mal die Form entsprechend dafür herstellen, was relativ aufwendig ist von den Kosten her, aber dafür kann ich dann eben 10.000 oder 100.000 Stück raushauen und die entsprechend günstig anbieten. Ja, und als letzte Stufe könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass sozusagen White for Good eine Art Label oder Trademark hat und sagt, hier könnt ihr jetzt wirklich die Originalersatzteile beziehen ja, vielleicht weil das die besten sind oder vielleicht weil einfach der Benutzer sagt, ja, ich fühle mich sozusagen emotional, ideologisch so damit verbunden, dann möchte ich eben auch von euch das Ersatzteil haben. Ja, wenn man jetzt an das eigentliche Reparieren denkt, kann man das im Endeffekt eigentlich auch wieder so ein bisschen durchexerzieren, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also man kann selber reparieren natürlich versuchen. Wenn man stecken bleibt, könnte man sich ganz gut vorstellen, dass man auch wieder über eine Plattform Hilfe bekommt, also vielleicht ein Repair-Café, das sich im besten Fall vielleicht auch auf die Produkte spezialisiert hat. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man über Videochat Hilfe bekommt. Das Ganze kann natürlich auch wieder bezahlt oder unbezahlt ablaufen. Also das ist dann, wird sich dann dynamisch finden können. Und ja, und wie gesagt, und sonst ist es eigentlich ein bisschen gespiegelt, was ich schon gesagt habe von den Möglichkeiten. Ja. Eine Plattform kann natürlich dann auch wieder sozusagen ermöglichen, dass sich dann Benutzer Gebrauchteile, also dass sich Käufer, Verkäufer finden können.
Und am Schluss noch ein Wort zum Thema Plattform, weil das Stichwort Plattformkapitalismus existiert ja auch und wurde hier an der Konferenz auch schon thematisiert. Also mein Gefühl ist sozusagen, dass eine Plattform am besten funktionieren kann in die Richtung, wenn sozusagen alle Stakeholders in dieser Plattform wirklich einen Stake haben, ist wirklich ein schönes Wort, wenn es auch ein bisschen sehr technisch klingt. Aber das könnte zum Beispiel bedeuten, dass es eine Genossenschaft gibt, kann man sich auch andere Rechtsformen vorstellen, sicherlich, aber Genossenschaft kommt einem vielleicht als erstes in den Sinn, wo sich dann, wie gesagt, die verschiedenen Stakeholders andocken, ob das ein Reparaturbetrieb ist, der sagt, ja, ich werde Mitglied in der Genossenschaft, oder auch ein Endkunde, der sagt, ist ja toll, wenn ich sozusagen das Produkt kaufen kann und dann aber auch sozusagen wiederum Teil der Firmengeschichte bin. Ja, noch ein kurzes Wort zum Stichwort Lizenzen. Wenn man sich das Ökosystem, sage ich mal, vorstellt, dann ist es ja salopp gesagt in gewisser Weise auch ein Spielplatz mit Spielregeln. Und eine Möglichkeit, das zu realisieren, ist, dass man sagt, wenn ihr sozusagen mitspielen möchtet auf diesem Spielplatz, dann müsst ihr sozusagen in diesen Copyleft Playground reinkommen wollt. Dann gibt es, wie gesagt, Regeln und eine Regel sagt einfach davon, ihr könnt euch sozusagen frei bedienen aus diesen Ressourcen, die ihr auf dem Spielplatz findet, könnt also freie Innovation, freies Remixing betreiben, aber was dann sozusagen bei eurem dabei rauskommt, was ihr dann sozusagen macht, das müsst ihr dann sozusagen in diesem Spielplatz belassen, dass andere dann wiederum darauf aufbauen können. Ist auch wieder eine Zirkularität, wenn man so möchte. Und was dieser Ansatz jetzt in gewisser Weise bewusst verhindert, ist eine Art von Privatisierung, dass also jemand sagen kann, ah, ist ja toll, was ihr da im Spielplatz habt, jetzt mache ich aber sozusagen mein eigenes Ding und verlasse sozusagen den Spielplatz. Das ist jetzt da nicht möglich und wenn man es auf die Lizenzebene runterbricht, dann ist das also grob gesagt im Endeffekt das, was die GNU Public License erreicht und was Creative Commons Lizenzen erreichen, die mit Share Alike arbeiten. Ja, und es gibt eben auch im Hardware-Bereich dann zum Beispiel ein schönes Beispiel Arduino, wo das genauso praktiziert wird und wo das auch funktioniert. Ja, zum Abschluss noch ein paar, möchte mal sagen, lose Gedanken. Das ist sicher ein wahnsinnig weites Feld. Wo man noch viel weiterdenken, weiterentwickeln kann. Ich habe jetzt ja auch kein Businessmodell vorgestellt, wahrscheinlich auch, weil man ja keines auch top-down wirklich sozusagen definieren kann. Das muss ich wahrscheinlich auch irgendwo dynamisch finden. Aber ein interessanter Punkt ist wahrscheinlich, dass man von, sagen wir mal, do it yourself to do it together kommen muss. Wie gesagt, das soll ich ja nur diese verschiedenen Bücher illustrieren. Da gibt es wirklich genug Denkansätze und auch funktionierende Strukturen, auf denen man aufbauen kann. Ja, ein Knackpunkt ist sicher auch, wenn man sich jetzt wirklich mal ein fertiges Produkt vorstellen möchte, wenn man so mutig ist, wird man mit diesem Produkt sozusagen von der Qualität wirklich einen typischen Konsumenten überzeugen können, auch wenn es ein grüner Konsument ist. Denn ich denke, man muss sich zumindest am Anfang darüber im Klaren sein, man wird erstmal gewisse Design-Trade-offs hinnehmen müssen. Konkreterweise bei dem Staubsauger, wo ich eingangs erwähnt habe, das kann einfach sein, das muss man sich im Klaren sein, dass der Staubsauger jetzt lauter sein wird, wie ein Markenstaubsauger. Es kann sein, dass er auch mehr Strom verbraucht, was ist erstmal widersinnig gewisserweise erscheint. Vielleicht habe ich nur eine Effizienzklasse B, die ich erstmal erreichen kann. Und es kann einfach auch sein, dass das sozusagen das ganze Ding ein bisschen klobiger aussieht. Da auch quasi Stichwort Fairphone versus iPhone. Und ich habe da auch noch ein Beispiel dazu. Ich habe nämlich die Relumity LED mitgebracht. Die hatte ich damals über Startnext unterstützt. Und wo die dann ankam und wo ich die aus der Verpackung genommen habe, da habe ich schon mal im ersten Moment ein bisschen gestutzt. Weil ja, sie sieht jetzt eben nicht so aus wie die LED, wo ich jetzt im Baumarkt bekommen kann. Wenn man sich näher damit befasst, dann kann einem die auch begeistern, keine Frage, aber das ist eben genau der Punkt, wo ich meine, kann ich jetzt den typischen
sozusagen, auch wenn es ein grüner Konsument ist, nachhaltig orientierter Konsument ist, kann ich den mit so einem Produkt erreichen. Ja, auch noch ein ganz kurzer Einwurf, den ich auch so ein bisschen in der Konferenz hier gespürt habe, auch bei dem Vortrag, den wir davor angehört haben, dass typischerweise schafft man es nicht, sage ich mal, sustainable, also ein nachhaltiges Produkt und ein offenes Produkt gleichzeitig hinzukriegen. Also meistens entscheidet man sich dann doch erstmal für das eine oder das andere Camp. Wenn man jetzt an Fairphone denkt zum Beispiel, die würde ich wirklich im Fair Camp verorten, weil die haben ein Augenmerk auf Arbeitsbedingungen gelegt und ich denke, das auch ziemlich gut hinbekommen, haben auch durch ein Rohstoffthema viel gemacht, haben jetzt aber keine Whitebox hinbekommen. Im Gegensatz dazu, wer das zufällig kennt, gibt es Purism, das soll nächstes Jahr ein Smartphone rauskommen, das soll sozusagen komplett als Whitebox zur Verfügung stehen, sage ich mal. Allerdings lese ich bei denen jetzt nichts zum Thema Nachhaltigkeit und faire Lieferketten. Also man wird sich wahrscheinlich am Anfang entscheiden müssen und das, was ich hier vorgestellt habe, realistischerweise ist jetzt hier mehr im Open Camp zu verorten. Ja, dann möchte ich hier auch zum Abschluss kommen. Vielleicht kriegt man noch eine Frage hin. Ja, und abschließend nur noch sagen, also ich meine einfach, ich habe das Gefühl, dass hier, wenn man sich umschaut, eigentlich sehr viele Puzzlestücke jetzt schon zur Verfügung stehen, konkret. Und dass wir eigentlich an dem Punkt sind, dass man eigentlich mit so einem Thema loslegen könnte. Also ist noch die Frage, worauf warten wir? Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Kurze Zwischenfrage, bevor wir nochmal ins Publikum geben. Ist Chris schon hier? Chris, are you there? He is. Thank you. Also, gibt es noch eine dringende Frage an Holger Kienle zu diesem Vortrag? Eine Frage können wir schaffen. Muss aber nicht. Er ist bestimmt auch noch eine Weile hier. Da geht die Hand hoch. Ich habe mich noch kurz gefragt, warum sich Nachhaltigkeit mit Offenheit ausschließt. Also das hat mich... Ja, vielen Dank für die Frage. Aus dem Grund, weil dann habe ich das falsch formuliert, dann ist das falsch rübergekommen. Also schließt sich nicht aus, auf keinen Fall. Mein Gefühl ist nur, dass man einfach von den Ressourcen her, möchte ich mal sagen, es nicht hinbekommt, die beiden Themen gleich von Anfang an sozusagen zu bespielen und man muss sich dann einfach tendenziell entscheiden, wo man jetzt den Schwerpunkt legen möchte und dann ist eben, wie gesagt, meine Beobachtung, dass es dann Leute gibt, die eben den Schwerpunkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite legen. Aber wie gesagt, beides zusammen ist dann meistens jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu haben. Also wie gesagt, so eine Mix zwischen Fairphone und Purism Phone ist mir zum Beispiel nicht bekannt. Ja, vielleicht auch noch kurz, ich bin in der Pause auch noch da. Also wer sich die Velumity LED anschauen möchte oder die Philips Zahnbürste, der kann das dann gerne tun. Ja, vielen Dank nochmal dafür.